Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute, wie du hier im Hintergrund schon siehst, geht es mal wieder um ein sehr Trading-spezifisches Thema. Und an wen richtet sich das Video heute? Das Video richtet sich an jeden, der beim Trading, sag ich mal, mehr oder weniger am Anfang steht, aber auch fortgeschritten ist, aber vor allem noch nicht langfristig profitabel ist und Geld verdient. Gehörst du auch zu den Leuten, die im Grunde profitabel werden wollen, aber sich am Ende auch über jeden Tipp freuen, um diesem ganzen Ding einen Schritt näher zu kommen? Ja, wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn du den Like-Button drückst. Dann weiß ich auch im Grunde, was für Leute ich anspreche. Ich danke dir. Und das Thema hier ist heute das Thema Demokonten. Wie solltest du damit umgehen, um auch für dich sicherzustellen, dass du den maximalen Erfolg für dich herausholst, damit du am Ende auch, wenn du in das Echtgeld rübergehst, mit maximalem Erfolg reinstartest. Weil das Ding ist einfach, ich höre es so oft, wenn ich als Beispiel bei Instagram Trades meiner Schüler poste, die gerade frisch in der Ausbildung sind, oder sagen wir, sie sind gerade mal wenige Monate dabei, sprich sie trainieren, dann lese ich solche Sachen wie, haha, ihr macht ja nur Demo-Trades. Macht nur Demo-Trades. Natürlich, wir sind ein Ausbildungsunternehmen, sagen wir, wo wir Schüler ausbilden, wo immer neue Schüler reinkommen. Wir bilden immer neue Schüler aus. Natürlich traden sie mit Demo. Sollte man verstehen. Und dann das Langfristige oder das andere. Du, Demo ist nicht wie Echtgeld. Wird es niemals sein. Solche Nachrichten bekomme ich auch. Aber das Geheimnis dahinter ist, wenn du verstehst, wie du ein Demokonto wirklich ernsthaft, ernsthaft nimmst, um damit besser zu werden, dann wird es später nicht mehr so schwierig werden, von einem Demokonto auf ein Echtgeldkonto zu wechseln. Aber natürlich, von welchen Leuten kommen solche Messages? Natürlich von Leuten, die vermutlich niemals langfristig Geld verdienen werden. Ja, deswegen verzeih ich es denen, weil damit du nicht auch da rein verfällst, gebe ich diesen Tipp mit auf den Weg. Ja? Und zwar, ich hatte letztens eine Frage bekommen von jemandem, schönen Gruß an dieser Stelle. Sag mal, ich sehe so häufig von deinen Schülern, dass sie in den Stories schreiben, Risikokonto. Was meinen deine Schüler eigentlich mit Risikokonto? Ich habe es mit Absicht so aufgezogen, es hat bei mir damals auch schon sehr gut funktioniert, habe ich natürlich dann auch an meine Community weitergegeben, dass ich zwei verschiedene Demokonten hatte. Das bedeutet, ich habe ein Demokonto. Ne? Also ganz kurz mal erklärt, was ein Demokonto ist. Ein Demokonto ist ein Konto, wo ich nicht mit echtem Geld trade, sondern ich trainiere. Es ist wie ein Flugsimulator, weil ich muss nicht mit einem richtigen Flugzeug fliegen, bevor ich nicht fliegen kann. Ja? Ich habe ein Demokonto gehabt, wo ich wirklich nur die besten Trades umsetze. Wo ich sage, das würde ich auch später, wenn ich dann erfolgreich bin, mit meinem Echtgeldkonto umsetzen. Das zweite Konto, habe ich immer schon gesagt, ist ein Risikokonto. Das bedeutet, was ist denn, wenn ich mal etwas ausprobieren will? Ich möchte die Trading-Software kennenlernen. Ich möchte vielleicht mal andere Funktionen ausprobieren. Ich möchte vielleicht Trades eingehen, die so nicht zu 100% in meine Regeln aktuell passen. Aber die Märkte verändern sich täglich. Das bedeutet, wir müssen uns auch anpassen. Und bevor du dann alles durcheinander mischt, sagen wir mal, du willst etwas ausprobieren, du möchtest die Software kennenlernen, du möchtest etwas mal riskieren, einfach allgemein mit dem Risikomanagement besser klarkommen, dann wie du besser Gewinne ausskalierst, etc. Und du würdest das mit reinnehmen in im Grunde die Setups, die du wirklich sagst, okay, das ist das, so wie ich es gelernt habe, wie ich es verstanden habe und setze es jetzt so um, als wenn ich wirklich mit einem echten Geld traden würde. So, und damit, was bringt das? Jetzt kann man sagen, okay, was bringt das? Für dein Mindset, ja, bringt es enorm viel, weil du weißt dann, okay, mit welchem Konto mache ich das? Ich mache es mit dem Risikokonto. Also wenn ich da jetzt Geld verliere, ist es völlig egal. Ja, es ist egal. Hier geht es gerade darum, etwas zu testen, auszuprobieren, dazuzulernen. Mit dem anderen Konto musst du auch vom Kopf her voll dabei sein. Du weißt, du setzt es nur um, wenn es wirklich richtig Sinn macht. Ich kann es nur empfehlen, ja, wenn du die Möglichkeit hast, bei deiner Plattform natürlich zwei Demokonten zu haben. Wir traden mit Volvix, da ist es möglich, weil dort automatisch zwei Demokonten mit drin sind. Deswegen habe ich es auch von Anfang an so umgesetzt. Zum Schluss möchte ich nur mal kurz ein Beispiel bringen. Wir haben bei uns im Mentoring einen Schüler, der hat Probleme damit gehabt, Verluste zu realisieren. Okay, wird vermutlich jeder kennen, der schon ein bisschen Erfahrung im Trading hat, dass es halt wehtun kann, wenn du mal ein Minus dort siehst. Dann kann es dazu kommen, dass du als Beispiel keine Trades mehr absetzt, weil du sagst, nee, ich habe aber Angst, Verluste zu realisieren. Oder noch viel schlimmer ist es, der zweite Fall, wenn du dann einen Verlust hast, versuchst du ihn direkt wieder reinzuholen, weil du einfach nicht damit klarkommst, dass dort ein Minus steht.
Sowas habe ich ihm dann auf den Weg gegeben. Das hat er dann auch in seinen Reviews bei uns sehr gut dokumentiert. Will ich auch gleich noch eine Kleinigkeit zu sagen. Aber er hat sich dann gezwungen, wirklich über eine Woche den ganzen Tag bewusst Verlusttrades zu provozieren. Immer mehr Verlusttrades zu machen. So viele wie möglich an einem Tag, um dich psychisch auch daran zu gewöhnen, dass Verluste ganz normal sind. Es wird irgendwann ganz normal sein, weil du es ja auch, weil es nichts Schlimmes ist, Verluste zu haben. Das ist im Grunde ein Business. Wir haben hier Verluste, wir haben Einnahmen, im Grunde Ausgaben wie Einnahmen. Und das gehört dazu. Deswegen musst du damit klarkommen und sich überlegen, okay, wie kann ich jetzt damit klarkommen? Und das Lustige bei der ganzen Sache war eigentlich, was richtig cool ist, er hat das dokumentiert, ich habe das da hinterher dann ausgewertet und dort habe ich dann halt gesehen, er hat gute Dinge von dem Tag dokumentiert, schlechte Dinge von dem Tag dokumentiert und unter Schwächen bzw. nicht so guten Dingen war, dass er Gewinne gemacht hatte. Also er wollte eigentlich Verluste realisieren oder bzw. riskieren und dann ist der Trade trotzdem ins Plus gelaufen und dann musste er schlimmerweise im Plus seinen Trade beenden. Aber du siehst im Grunde die Psychologie dahinter, er versucht es mit Absicht so zu sehen, dass die Verluste etwas Positives sind und das Negative sind dann seine Plus-Trades. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ich auch eigentlich gesagt hatte. Das hätte er nicht machen sollen, machen können, auch für seinen Kopf her, von seiner Denkweise her, wenn er da nur ein Demokonto hätte und das im Grunde mit dem Konto trainieren würde, wo er vorher über Wochen oder Monate versucht hat oder alles dafür getan hat, sich aufzubauen, Plus zu erwirtschaften, um zu sehen, okay, wie ist eigentlich mein Fortschritt? Und dann riskiert er die ganze Zeit nur Verluste, macht mehr Verluste, macht so gesehen alles zunichte. Natürlich würde ihm das vielleicht etwas helfen, aber unterbewusst ist es eher, Mist, ich mache jetzt Minus, was ist passiert mit meinem Konto? Ja, alles klar. Das dazu, ich hoffe, der konnte eines mitgeben für dich. Das ist ein ganz wichtiges Ding, was mir sehr, sehr dolle geholfen hat damals. Genau wie im Grunde all meinen Schülern, dass sie es differenzieren können, die einzelnen Konten. Und ich würde gerne von dir erfahren, zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du, als du ins Trading gestartet bist, direkt mit echtem Geld rein und hast dein Glück versucht? Oder hast du gesagt, nein, komm, ich mache es so, dass ich erstmal mit Demo-Geld trade? Ja, ist wirklich komplett unterschiedlich. Ich würde das gerne mal wissen. Schreib das mal in die Kommentare, so wie dein Start, dein Anfang ins Trading war. Das war es auch schon zu dem Video. Ich hoffe, du konntest einiges daraus für dich mitnehmen. Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare oder natürlich auch jederzeit gerne bei Instagram. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir was und bis dann. Ciao.